Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zur neuen Folge der Rot-Weiß-Essen-Karriere. Ich bin extrem gehypt, es ist die vorletzte Folge in der jetzigen Saison. Wir werden dann in der nächsten Folge schon auch in das große XXL-Saisonfinale gehen. Ihr seht heute leider keine Facecam, das hat verschiedene Gründe. Erstens, ich bin nicht wirklich gerichtet. Zweitens ist meine Facecam auch nicht unbedingt perfekt eingestellt, aber ja, im Saisonfinale auf jeden Fall wieder mit. 20 Spiele, 23 Zähler, stand jetzt auf Platz 12. Vom Abstieg haben wir 6 Punkte Vorsprung, das würde bedeuten Lautern auf Platz 16, dann dahinter 7 Vorsprung auf, ja, tatsächlich Hannover 96 und dann 11 Zähler auf Aue. Der direkte Abstieg soll vermieden werden und wir wollen natürlich jetzt in dieser Folge den Grundbaustein legen. Frankfurt trifft auf Fürth, Wolfsburg trifft auf Leipzig. Ja, nach dem 1:8 gegen RB, die herbe Klatsche, wollen wir uns jetzt natürlich komplett auf die Liga konzentrieren. Wenn euch das Video gefällt, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt natürlich weiter fleißig Kommentare, denn bald steht die neue Sommertransferphase wieder vor der Tür in Bezug auf die dritte Saison, die nicht mehr so lange oder nicht mehr so weit weg ist. Und abonniert natürlich gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Morgen kommt eine richtig geile Sprint to Glory auf euch zu. Und was jetzt auf euch zukommt in dieser Folge, das ist zum einen hier Heidenheim, dann haben wir Regensburg, wir haben Lautern und auch Hannover, also die zwei Teams, die wir wahrscheinlich so ein bisschen Stand jetzt im Auge behalten müssten. Dann haben wir Braunschweig, hier haben wir noch Greuther Fürth, Holstein Kiel und auch Hertha. Ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt noch alles durchmachen. Wir haben nämlich dann hier im April 4 Spiele, im Mai haben wir 2. Vielleicht sage ich auch, wir machen eine XXL-Folge draus. Ich weiß es jetzt noch nicht. Wir werden einfach Spiel für Spiel entscheiden, wie wir reingehen, selber spielen, Highlights, alles, was dazugehört. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ihr werdet es aber auf jeden Fall mitbekommen. Heidenheim ist die erste Station. Und da gehen wir in die lange Simulation und Bastians ist zurück in der Startelf. Denn Felix Götze hat ja gegen Leipzig im Pokal die glattrote Karte gesehen. Dementsprechend fehlt er heute hier in der Liga. Und es ist tatsächlich für Neuzugang Becker, der Last-Minute-Transfer der Vorfolge, hier heute die Startelf-Premiere. Wir treffen also auf Heidenheim, haben die erste Chance und verziehen in Person von Bouchelab, der tatsächlich jetzt in der Startelf steht und somit ist Tom Baumgart erstmal außen vor. Was nicht ist, kann noch werden, aber wir haben natürlich in der Kaderbreite unglaubliche Möglichkeiten mittlerweile. Ja, was soll ich sagen? Es passiert bis hierhin gar nichts. Wir hatten 2 Schüsse, aber da bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass die gefährlich waren. Gerade sage ich es, Kleindienst, komplett Karma kassiert. Mit der ersten Möglichkeit, Heidenheim hat mehr vom Spiel in Sachen Ballbesitz. Wir haben nach vorne keinerlei Kreativität. In der Defensive einmal die Unaufmerksamkeit und schon wird das ganze Thema bestraft. Und damit gibt es mit einem Pausenrückstand rein, ja, zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt, den man sich nur wünschen kann. Wir gehen jetzt also in den ständigen Druck, wollen natürlich jetzt auch ein paar Änderungen mitnehmen. Jan geht zurück auf die 10, Baumgart kommt für Bouchelab und genauso haben wir Tarnath jetzt für Rother gebracht. Die englische Woche aufgrund des DFB-Pokals ist natürlich noch in den Knochen. Jetzt ist die erste Chance für uns in der zweiten Halbzeit da. Und dann ist leider der Keeper da. Das ist die Großchance gewesen zum eigentlichen Ausgleichstreffer. Mal gucken, inwieweit Heidenheim jetzt natürlich auch taktisch in der zweiten Halbzeit vorgehen wird. Nochmal Dreifachwechsel, unter anderem geht Meier jetzt auch vom Feld und Wolf ist dafür drin. Nur die nächste Chance, wir machen es jetzt wirklich gut. Die Jungs sind platt, die werfen alles nach vorne und wir haben jetzt Möglichkeiten eigentlich am Fließband. Und nichtsdestotrotz, ja, steht leider auf unserer Seite noch die Null. Das ändert sich jetzt. Young, 83. Minute, der sowas von hochverdiente Ausgleich. Also hier der taktische Umbruch zur Pause, der macht sich bezahlt. Im positiven Sinn, auf diese Truppe können wir definitiv stolz sein. Ich meine, der Punktgewinn ist noch nicht fix, denn jetzt kommt wieder Heidenheim und wieder Kleindienst, 88. Minute. Es ist unglaublich, wie effektiv möchte man Fußball spielen. Heidenheim, ja, und dann ist es ein absoluter Schlag ins Gesicht, weil hier viel mehr drin war. Vielleicht nicht unbedingt anhand der ersten Halbzeit, aber spätestens anhand der zweiten Halbzeit. Und Kleindienst in der 45. und in der 88. Ja, das ist so bitter, vor allem, weil es halt die einzigen 2 Chancen für Heidenheim war. Egal, nicht unterkriegen lassen, immer weitermachen. Wir haben alles in der eigenen Hand und wenn wir es nicht komplett verkacken, dann sind wir auch nächstes Jahr zweitklassig. Es geht jetzt zum SSV Jahn Regensburg und damit für Chaliskaner gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Ich habe die Hoffnung, dass der die heute abschießt. Ja, so ein 2-0, ein 3-1, ich wäre voll dabei. Bitte, RWE das Ganze in Regensburg und es ist ein 1-1. Ein wieder ziemlich langweiliges Spiel, würde ich behaupten. Owusu mit dem 1-0, dann Meier einmal kurz vor der Pause, einmal kurz danach. Punkteteilung ist okay. Man nimmt wirklich alles Zählbare mit. Das nächste Spiel ist Lautern und das sehen wir uns wieder direkt im Stadion an der Hafenstraße. Was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, Regensburg war halt auch ganz knapp hinter uns. Ich meine, okay, 60, Braunschweig haben jeweils ein Spiel mehr, aber wir haben jetzt Lautern und danach Hannover und wir könnten mit theoretisch 2 Siegen einen riesen Schritt nach vorne machen.
Weil wenn Lautern jetzt gegen uns gewinnt, dann sind sie gleich auf, haben zwar die deutlich schlechtere Tordifferenz, aber würden sich tatsächlich gleich auf mit uns ja rein punktuell setzen. Oh Mann, und Regensburg könnte parallel auch an uns vorbeiziehen. Also ich möchte mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber machen, aber wir werden zwangsläufig mit dem Thema hier in Verbindung gebracht. Und da sind wir dann wieder im Heimstadion angekommen. Von links nach rechts ist es die unveränderte Startformation, denn wir haben gepunktet gegen Regensburg. Ja, es war ein eigentliches, typisches 6-Punkte-Spiel, was wir zumindest mal nicht verloren haben. Jetzt ist Lautern auf der anderen Seite. Die wollen natürlich irgendwann auch 3 Zähler mitnehmen. Haben wir jetzt die letzten Wochen tatsächlich ein bisschen aufholen können. Ich hoffe nicht, dass sie heute dann den Schwung gegen uns mitnehmen, wobei sie jetzt direkt mal nach einer Balleroberung kommen. Breit machen über die Leihgabe Opoku vom HSV, der kommt und das wird nicht ungefährlich und das ist gut und das ist Lotka mit einer Glanztat und dann gibt es Elfmeter. Kai Klefisch, 5. Minute. Ich war natürlich auf Viereck, um den Ball hinten rauszuklären und nicht, um hier die Grätsche auszupacken, die es in dem Fall halt eben wurde. Ja, gegen Ritter, gut, kann man theoretisch dann auch eine Karte geben. So heißt es jetzt, Hanslik trifft auf Lotka, der hat schon mal einen gegen Leipzig gehalten. Und auch heute hat er das Ding da hinten drin und hält uns in diesem Spiel. Und damit früh natürlich noch die Null. Das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Und wieder kommt Lautern. Opoku, Ball in die Mitte, wieder brandgefährlich. Wir sind im letzten Moment dazwischen, aber wir kriegen die Kugel nicht geklärt. Oh Mann, jetzt vielleicht mal aus den eigenen Reihen nach vorne schieben. Es fällt uns so schwer und Lautern ist komplett da in diesem Spiel. Jetzt vielleicht mal breit machen, da könnte Lautern getroffen werden. Das ist Young. Geh mal in die Mitte, Junge, und probier's doch einfach mal. Da fehlt gar nicht so viel. Einfach zeigen, dass wir auch da sind. Und das ist die erste Großchance. Das ist Meier, lupft das Ding drüber, aber doch nicht übers Tor. Über Torwart und übers Tor und der Trainer draußen, der flippt natürlich aus, denn da war mehr drin. Der Ball verspringt kurz vorm Abschluss und somit müssen wir ihn dann lupfen. Ich hatte ehrlich gesagt keinen anderen Ausweg mehr im Sinn. Schön herausgespielt, Chaliskaner auf Meier und der lässt diese Großchance gegen Kral liegen. Jetzt sind wir plötzlich im Spiel, über Young auf der Außenbahn, soll jetzt die Flanke kommen, aber da ist dann Tomjak, aber die Schosse lebt noch immer aus der Distanz. Nächste Annäherung, wo Lautern gut reingekommen ist, sind sie nicht schlecht, um Gottes Willen, sie sind immer noch gut im Spiel, werden aber viel früher angegangen und viel früher verteidigt. Das war in der Anfangsphase einfach katastrophal. Und jetzt geht's auf der anderen Seite für uns auch tatsächlich im Einbahnstraßenfußball aufs gegnerische Tor. Das ist die nächste Chance, das ist Young, da ist Chaliskaner und da ist Kral. Der darauffolgende Eckball bringt einen Handelfmeter für uns ein und der ist tatsächlich berechtigt. Denn wenn wir jetzt auf die Wiederholung schauen, dann sehen wir, Hanslik ist ganz klar mit der Hand dran. Hier im Duell mit Götze, ja, das sieht man jetzt hier nicht, aber ihr habt gesehen, wie die Hände nach oben gehen. Unser Kapitän ist ja zugleich auch ehemaliger Spieler auf dem Betze. Der war nämlich eine Zeit lang auch mal bei Lauter. Und jetzt haben wir Meier gegen Kral, Elfmeter Nummer 2 und der Ball ist drin. Links oben in den Knick, Kral spekuliert auf einen Schuss in die Mitte, was gar nicht mal so verkehrt ist. Aber Meier ist da, 22. Spielminute, 1-0. Die Führung, die mittlerweile in Ordnung geht. Aber wir wissen auch hier, es hätte durchaus auch ja aktuell mit einer Führung von Lautern weitergehen können, wenn der Elfmeter denn auf der anderen Seite reingeht. Und jetzt Fehler von Lautern im Aufbau und dann geht's ganz schnell und dann klingelt es zum 2-0. Und plötzlich sieht sowas von souverän aus. Chaliskaner, Vorarbeit Meier und das 2-0 und die stand jetzt komfortable Führung. Ballverlust im Aufbau von, nee, ich weiß gar nicht von wem. Von Nihus war es, genau. Und dann ist Lautern defensiv einfach nicht geordnet. Können sie nichts dafür, weil Chaliskaner einfach mit Tempo nach vorne geht, im richtigen Moment Meier einsetzt und 2 Minuten nach dem 1-0 klingelt es bereits das zweite Mal. Und Lautern ist natürlich jetzt komplett geschockt. Gleich ist Pause und nochmal geht's für uns nach vorne. Lautern ist sichtlich geschockt. Es geht wirklich kaum noch was. Wir sind so giftig in den Zweikämpfen. Die Jungs wollen und das zeigen sie hier in wirklich jeder Situation. Auch hier wieder Chaliskaner und beinahe kommt der Ball da auch noch durch. Lautern ist jetzt angeschlagen. Der Doppelschlag könnte die Vorentscheidung sein. Wir müssen aber trotzdem weiter aufmerksam und dranbleiben vor allem. Ein Traumtor zum 3-0. Ich habe damit gar nicht gerechnet, aber Kral sieht auch nicht gut aus. Deshalb setze ich leider für euch zumindest ein bisschen zu spät ein. Meier oder auch genannt Finn Klein ist zur Stelle. Oliver Meier mit dem 3-0 und das könnte es jetzt gewesen sein. Der Deckel drauf, Ball kommt vom Chaliskaner und dann nehme ich den direkt hier knapp im 16er ins lange Eck und Kral, den kann er, den muss er sogar halten. Ein Zweitligakeeper muss das Ding parieren. Und das könnte halt jetzt wirklich dann auch der K.O. gewesen sein, in dem Fall hier für Kaiserslautern.
die natürlich mehr ins Risiko gehen müssen, aber wir stehen jetzt auch deutlich stabiler. Meier erneut und wieder ist er drin! 4:0, 57. Minute. Das war's jetzt. Jetzt lege ich mich zu 100% fest. Das ist die Vorentscheidung, das sind die 3 Punkte. Und diesmal kann auch Kral nichts machen. Hier Charles-Kahner mit ganz viel Glück leitet er das Ding weiter auf Meier und er nimmt dann mit seinem starken linken Fußmaß. Das sehen wir von hier doch ganz gut eingeblendet. Von hier jetzt nicht unbedingt, aber ich will den Schuss sehen. Meier hier, bam, schön hinten rein, Kral fliegt, vergebens. Und damit ist das 4:0 die Vorentscheidung. Weshalb ich dann auch zum Endergebnis gesprungen bin, es gab keine weiteren Änderungen im Gesamtergebnis. Baumgart kam für Rota, Plechati für Buschelab, also wir haben ein bisschen was geändert. Kein Gegentor, 0:0, sowas von Ballbesitz, ja, dominant einfach schon, ja, und auch was die Schüsse betrifft, ein hochverdienter Sieg. In der Heinz-von-Heiden-Arena geht es jetzt also gegen Hannover 96. Wir kommen mit einer Dreier- respektive Fünferkette. Die kommen mit einer Fünfer- respektive Dreierkette. Es könnte jetzt hier eine Defensivschlacht werden. Wir gehen rein und spielen nur die Angriffe und könnten hier tatsächlich für uns Historisches schaffen. Denn in der zweiten Liga sich so zu etablieren, das würde ich schon als historisch abstempeln. Und zumindest vereinsintern würde ich jetzt mal behaupten. Wir gehen wieder unverändert rein mit folgender Mannschaft, die ihr im Hintergrund seht. Die Angriffe gehören uns und jetzt die erste Standardsituation. Götze steigt damit am höchsten und Bröger kriegt ihn nochmal rein. Wieder auf Götze und dann ist das Ding abgefälscht. Hinten aber kommt nochmal Young außerhalb vom 16er, prüft Stahl. Und dann hat Hannover tatsächlich noch 2 Dinger gemacht. 90. Minute, das war der Abpfiff direkt nach dieser Chance, die ihr gerade eben gesehen habt, wo zuvor Hannover gar keine hatte. Ja, gab es dann wohl noch 2 Tore. Ja, die Dinger dann drin. Hannover gewinnt hier also zu Hause. Und wir sind doch noch nicht ganz raus aus dem Abstiegskrimi. Und schon geht's in die nächste Partie gegen Braunschweig. 5 Punkte haben die Löwen also Rückstand auf uns. Und wir gehen wieder, ich glaube, nur in die Angriffe. Ja, müsste so sein. Und die erste Konterchance in diesem Spiel, die gehört tatsächlich uns über Young. Es gibt 2 Änderungen. Tarnat ist in der Startelf, das Ganze für Klefisch. Und Baumgart anstelle von, ich kann es euch gar nicht sagen, ich glaube Buschelab, weil dafür dann natürlich auf der 10er-Position Young wieder spielen wird. Das ist Kai Bröger, der läuft sich aber leider fest gegen Ferrei. Auch ein Kandidat bei uns. Noch steht es 0:0, darauf folgender Eckball ein paar Minuten später. Da steht tatsächlich immer Meier. Ich glaube, das müsste mir eigentlich auch mal ändern. Jetzt kommt aber der Ball gefährlich rein. Wieder ist Götze da und dann eine Glanztat von Facic. Und noch steht die 0 auch bei uns. Und wir kommen wieder über Tarnat. Und oben ist doch eigentlich alles frei für Baumgart, wenn wir es denn gut zu Ende spielen. Und der Ball ist Weltklasse. Baumgart kann das Tempo auch noch mitnehmen. Zieht in den 16er und hat den Überblick für Charles-Kahner. Und der Ball am Tor vorbei. Und wer solche Dinger nicht nutzt, der braucht sich nicht beschweren. Wir verteidigen tatsächlich sogar auch. Wir spielen alle Highlights. Braunschweig kommt in der 36. Minute. Und das ist eine Riesenchance. Das ist Ferrei und ein riskantes Tackling, was aber gut gegangen ist. Jetzt eine Chance. Das ist Meier. Das ist Charles-Kahner. Und wieder versagen da die Nerven. Freistoß für Braunschweig. 81. Minute. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie souverän das hätte jetzt schon aussehen können. Aber gut, vielleicht hätte dann auch die Spannung gefehlt, denn nach oben geht auf gar keinen Fall was, wenn dann nur nach unten. Und solche Freistöße, die sind halt zu leicht zu verteidigen. Und im Gegenzug gibt es noch eine Chance vielleicht. 85. Minute, wir haben hier Rot-Weiß-Essen im Angriff. Und das sind natürlich wir. Braunschweig, wie ist der Verteidiger hier jetzt zu uns? Der Ball kommt rüber für Meier und der hat die Chance. Nein, das ist Bröger, Ball in die Mitte, 1:0, RB. 85. Minute und endlich spielen wir es zu Ende. Bröger auf Wolf, der wurde eingewechselt, der Youngster, und der ist hier der Siegtorschütze im Spiel, im Krimi, im Kracher um den Abstiegs- und Klassenerhaltskampf gegen Braunschweig. Wir gewinnen mit 1:0. Nächstes Spiel am Ronhof. Ich habe mir gerade eben mal die Tabellensituation angeschaut. Also wir haben gute 20 Punkte Rückstand auf einen möglichen Platz 3. Ja, nach 3 ist dann auch ein Riesenabfall auf Platz 4. Das heißt, für uns geht es jetzt eigentlich in der Hinsicht nur noch drum, ein richtig gutes Abschlussergebnis zu holen. Erste Großchance, Kai Bröger hier, 3. Minute gegen Skleblad. Die sind auch nur 1 Punkt vor uns. Also das sind jetzt so mit direkte Konkurrenten. Nächste Chance. Fehlt nicht viel hier. Sponzel beim Kopfball vorne im gegnerischen 16er. Also wir könnten tatsächlich jetzt ziemlich früh den Abstiegskampf komplett hinter uns lassen. Und mit dem ein oder anderen Dreier plus ein bisschen was Zählbares ist auch hier noch richtig viel drin nach oben. Also nicht mehr in Richtung Aufstieg, aber vielleicht sogar einstelligen Tabellenplatz, der dann auch hinsichtlich des Preisgeldes und allgemein des Budgets im nächsten Jahr natürlich Auswirkungen hätte. Das ist die große Chance und das ist das 1:0. Diesmal ist Kai Bröger erfolgreich. Vorarbeit Oliver Meier.
Lattenkracher zuvor von Becker nach einem Eckball, habe ich aber nicht mitkommentiert. Der ist da reingesprungen, reingewuchtet, hier Weltklasse gespielt, ganz knapp kein Abseits, alles im genau richtigen Moment. Sein vierter Saisontreffer, die Führung also jetzt hier in Fürth. Und es wirkt für mich selber und auch irgendwo so die Einschätzung, wenn ich jetzt das Team so einschätzen müsste, einfach so, als wüssten wir, dass wir nach unten eigentlich Puffer genug haben. Und dass wir uns da beim Abstieg einfach keine Gedanken mehr machen müssten. Ich meine, das könnte sich vielleicht auch rächen, wenn es dann doch nochmal richtig schlecht laufen würde. Aber die Jungs spielen einfach frei auf. Und das macht mir so unfassbar viel Hoffnung, dass wir da unten wirklich gar nichts mehr zu suchen haben. Ja, von mir aus wird es Platz 13, 14, 15, ist mir ganz egal. Aber Abstiegsplätze, nee, das darf einfach auch nicht mehr der Fall sein. Jetzt aber das erste Mal Kräuter führt und wir riskieren alles. Und der Ball ist ganz knapp am Tor vorbei. Ich weiß gar nicht, wer das hier in dem Fall war. Abiyama könnte das sein. Ja, genau so ist es. Den muss er ja schon fast eigentlich machen. Wir hatten einen Fehler im Aufbau und dann wurde es wieder total hektisch, weil wir einfach nicht in den Zweikampf gekommen sind. Jetzt aber Brügger, in der Mitte ist Charles Kana und dann ist es einfach rundum ganz schlecht gespielt. Denn er kann viel früher passen und kann dann auch tatsächlich in 2-3 Sekunden trotzdem nochmal früher passen oder auch danach. Aber das, was er gemacht hat, das war tatsächlich die schlechteste Aktion. Aber gut, ja, ist eben so. Wir führen ja trotzdem noch mit 1-0. Jetzt kommt Fürth ab. Abiyama legt ihn nochmal rüber und dann war es wohl doch abseits. Ganz enge Angelegenheit. Wir lassen jetzt gerade ein bisschen nach. Gefällt mir jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich meine, gut, bei einem 1-0 kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen ausruhen, aber solche Bälle kommen einfach nicht mehr an. Im Mittelfeld haben wir die Dominanz nicht mehr, da verlieren wir die Kontrolle nach und nach und Fürth kommt immer besser durch. Und jetzt sind sie hier fast alleine vorm Tor. Das ist Duziak und Becker, volles Risiko. Das wird nicht belohnt. Gelbe Karte und natürlich gelbe Karte, wenn das hier vermutlich der letzte Mann gewesen wäre, außerhalb des 16ers, glattrot. Ja, der kommt ja komplett zu spät hier. Ja, und dann habe ich eigentlich gehofft, dass er mit rechts grätscht und nicht mit links. Nur in den Mann. Ganz klare Angelegenheit. Abiyama gegen Lotka. Und der hat die Kugel schon wieder. Was ein Elferkiller. Dritter Elfmeter in Folge, den er pariert. Im Pokal, dann zuvor einmal in der Liga. Und jetzt das dritte Mal. Also der Typ ist der absolute Wahnsinn und hält uns hier im Spiel. Und das, obwohl wir immer mehr abbauen, baut der immer mehr auf. Also das ist schon wirklich brutal. Und die direkte Folge ist, dass Charles Kana im gegnerischen 16er alleine vor dessen Keeper steht und eiskalt bleibt. 44. Minute, kann Charles Kana das 2-0. Yes, er ist da. Und was für eine Bude. Schön gespielt. Vorarbeit wieder mal von Meier. Der findet immer den perfekten Zeitpunkt für so einen Steckpass. Und dann hat er 3-4 Gegenspieler um sich rum, bleibt aber cool, haut das Ding hinten rein und lässt dem gegnerischen Keeper keine Chance. Der eventuell, das sage ich oft, ja, aber ich glaube, es ist auch hier wieder so, an einem guten Tag vielleicht an den Ball kommen könnte und dann das Ding noch übers Tor oder am Tor vorbeilenkt. So ist es natürlich positiv für uns. Wir brauchen uns nicht beschweren, das 2-0 ist in der Höhe nicht unbedingt verdient. Ein Unentschieden wäre in Ordnung oder vielleicht auch eine knappe Führung für uns. Andersrum darf man sich aber nicht beschweren, wenn Fürth auch schon erfolgreich gewesen wäre, hätte, wäre, wenn, was auch immer. Im Endeffekt führen wir 2-0 und das ist alles, was zählt. Da kommt Abiyama und dann ist es der Pfosten und jetzt haben wir noch mehr Glück. Also das ist ja wirklich brutal. Also es scheint auch fast so, als wären wir jetzt nicht mehr zu schlagen, zumindest in der aktuellen Situation. Als ich das letzte Mal gesagt habe, sind wir in den Abstiegskampf runtergerückt. Das hier ist Meier, der ist im gegnerischen 16er, hat den Überblick, Buschelab, kurzes Ding, Schaffran ist da, Riesenreflex von der Nummer 25 da hinten drin. Jetzt darauf folgen der Eckball, der ist wieder nicht ganz ungefährlich, aber die Abstimmungsprobleme in der Mitte sind leider da. Jetzt aber wieder rausgespielt und das ist doch Hand und genau so ist es. 52. Minute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, kommen solche Handspiele zu oft vor? Ich weiß es nicht, aber hier, ja, da schnellt der Arm vom Körper weg und ja, das kann man pfeifen. Ich weiß nicht, ob es in der Realität dafür einen Elfmeter gegeben hätte, aber bei uns ist es so und Meier kann den Deckel drauf machen, scheitert aber auch hier an Schaffran. Also beide Keeper vom Punkt auf der Linie richtig, richtig gut. Kai Bröger bringt den Ball in die Mitte und dann steigen wir hoch und dann fehlt nicht viel zum 3-0. Das hier ist die nächste Chance über Meier und diesmal macht das selber und das ist halt Weltklasse. Dann funktioniert auch einfach alles. 69. Minute, verschießt der Mann den Elfer, macht das so ein Traumtor hinterher. Das ist wirklich unglaublich. Vorarbeit hier aus dem Zentrum hinten raus, Balleroberung im Ursprung von Sponzel. Und dann haben wir hier Meier, Einschlenker zurück auf den starken Linken und 14,1 Meter. Wow, das ist Zucker, das ist perfekt, maßgeschneidert, Millimeter genau, 3-0.
Deckel drauf, ja, so sehr mir Fürth tatsächlich dann auch leid tun kann. Nichts mehr passiert in der Partie und unterm Strich ist es dann verdient. Ja, fällt mir schwer, weil ich selber das Spiel natürlich auch mitbekommen habe und Fürth hatte echt auch riesen Dinger. Ja, und wir hatten halt hinten drin einen Lotka mit einer 9,4. Die Bewertung alleine spricht für sich. Neben ihm eine 9,5 hatte Bröger und Meier, aber die haben halt jeweils dann auch getroffen. Wir gewinnen 3:0 gegen Fürth und ich glaube, das nächste Spiel sogar in Folge jetzt zu 0, also die Tordifferenz spricht mittlerweile halt auch für uns. Würde mich jetzt mal interessieren. 3-0, 1-0 und 4-0. Ja, einmal auch dann 2-0 hier gegen Hannover, aber aus den letzten 4 Spielen haben wir 3 Spiele gewonnen und die tatsächlich alle zu 0. Und somit ist es jetzt, Stand aktuell, ein einstelliger Tabellenplatz mit 33 Zählern und jetzt 9 Punkten Vorsprung auf Lautern. In der nächsten Folge, und das wollte ich eigentlich ursprünglich damit sagen, gehen wir dann rein und haben 8 Spiele in einem Video gegen Kiel. Dann haben wir hier Hertha BSC, es geht weiter gegen Darmstadt, gegen Pauli, gegen 1860 und den VfB, einen Krachermonat. Aue und Nürnberg schließen dann also diese zweite Spielzeit für uns ab. Und ich freue mich drauf, auf alles, was noch kommt und verabschiede mich jetzt aus diesem Video, das euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich sehr, sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!